550 Menschen arbeiten im Moment bei Bosch Rexroth in Homburg. Das Unternehmen will gut 150 Jobs streichen. Die Sparte Industriehydraulik soll nach Lohr in Bayern verlegt werden. Wie bei so vielen anderen Firmen auch, werden bei Kasar in Kirkel-Limbach Stellen gestrichen. Dies allerdings schon seit Anfang 2019 und auch nicht wegen Corona. Das Bundeskabinett, meine Damen und Herren, das hat heute den Weg freigemacht für eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes von 12 auf 24 Monate. Vielleicht zu spät für die 292 Beschäftigten bei Schaeffler in Homburg, deren Jobs strukturellen Maßnahmen, wie es die Geschäftsleitung nennt, zum Opfer fallen sollen. In Homburg wollen Schaeffler, Kasar und Bosch Rexroth Stellen streichen oder sie sind bereits dabei. Das trieb die Beschäftigten heute auf die Straße zu einer fast anderthalb Kilometer langen Menschenkette. Als allererstes gibt es zurzeit drei Unternehmen, Bosch Rexroth, Ina Schaeffler und wir Kasar aus Limbach, bei denen Personalabbau vorangekündigt ist, wenn nicht schon teilweise stattgefunden hat. Über 550 Arbeitsplätze auf einen Schlag, das bedeutet es aus für eine ganze Region und das werden wir auf keinen Fall zulassen. Wir müssen dem Arbeitgeber zeigen, dass die Entscheidung, die er getroffen hat, die falsche ist. Dass er einfach das Tod für den Standort ist und das Ganze so kann nicht funktionieren. Das geht alle was an. Nicht nur die Arbeitnehmer von Schaeffler und die hier arbeiten, sondern eigentlich die ganze Bevölkerung, die darunter leiden wird, wenn hier kein Geld mehr in der Region ist. Das Unternehmen macht Profite, zieht die Profite raus. Und das ist das Schlimmste. Die wollen outsourcen Produkte, die bei uns laufen, die immer gehen. Und wenn ein Segment weg ist, wenn ein Bereich weg ist, ist es wie ich haue Bein weg und der Rest vom Standort wackelt dann. Wir haben mit 700 Leuten gerechnet. Es waren mehr als doppelt so viele Teilnehmer da. Wir sind richtig stolz auf diese Solidarität. Die Solidarität gegen diese Pläne, die ist immens hoch. Die Mitarbeiter werden das nicht akzeptieren. Wir Betriebsräte werden solche Pläne über Personalabbau, betriebsbedingte Kündigung, das werden wir nicht akzeptieren. Und unser Streit, unser Kampf im Betrieb und die Schwierigkeiten, die sind überall so. Und das öffnet, glaube ich, auch die Herzen der Menschen. Und wie gesagt, das ist etwas, was unsere Arbeitgeber, Unternehmer nie erleben werden, diese Solidarität. Ich war total begeistert, dass die Kollegen dabei waren. Wie gesagt, es waren Leute dabei, mit denen ich gar nicht gerechnet hätte. Wir haben auch heute gemerkt, dass auch Führungskräfte mit auf die Straße gegangen sind, was in der Vergangenheit nicht so war. Unsere Vertrauensleute und Betriebsräte, die haben heute Kraft getankt. Das war sichtbar. Mutig sein lohnt sich. Die Unterstützung der Mitarbeiter, der Kolleginnen und Kollegen, die haben sie gespürt. Also insofern hat das erstmal vor allen Dingen für unsere Betriebsräte, die jetzt ja vor schwierigen Aufgaben stehen und für unsere Vertrauensleute, hat das echt Kraft gegeben. Wir werden uns jetzt die Wurst nicht vom Brot nehmen lassen, das ist sicher. Und wir werden um jede Kugel bis zur letzten Kugel kämpfen.